Name ist Laura Schälchli. Ich wohne und arbeite hier in Zürich. Ich mache temporäre Gastronomie und dann Kurs. Und um Thematiken wie zum Beispiel Fermentieren, Insekten oder heute den Gewürzkurs. Heute kommen 19 Personen. Wir haben für 24 Personen Maximum Platz. Wie ihr hier seht, also wir haben einen langen Tisch. Das heisst, die Leute hocken alle nebeneinander. Und ich bin Gastgeberin und ich arbeite immer mit jemandem zusammen, der wirklich ein sehr tiefes Fachwissen hat. Jetzt wieder Pascal mit Gewürz. Das ist jetzt der sechste Gewürzkurs, den ich für Sobremesa zusammen mit der Laura gemacht haben. Und es macht mega viel Spass, weil sie halt so ein bisschen die gleiche Einstellung zum Essen hat wie ich. Und ja, darum passt das sehr gut. Also, was ich wirklich möchte weitervermitteln, ist das Geniessen vom Essen, wie wir das auch jeden Tag machen. Und dass sich die Leute ein bisschen mehr Gedanken machen über was sie essen, aber das auf eine sehr spielerische Art und nicht sagen, das ist, so muss man essen und so und das ist richtig und das ist falsch, sondern so wie die Türen können aufmachen für Leute. Ein schönes Kompliment, das ich gerade letztens bekommen habe, ist, dass jemand mir gesagt hat, immer wenn ich zu dir komme, entdecke ich neue Sachen und dass es sicher fein wird, wie das ist eigentlich an der obersten Stelle. Also in Zukunft würde ich gerne mehr Kurs anbieten, immer noch um die Thematiken, auch in anderen Städten. Und wirklich den Leuten eigentlich so Tools mitzugeben, damit sie mehr Entscheidungen treffen können. Rund um Bier, Wein, Essen, selber herstellen, selber abpflanzen.